Kandidateninterviews. Herzlich willkommen zum Kandidateninterview Nummer 45. Im Mai ist der BPT, der nächste BPT, und dort werden einige Positionen im Bundesvorstand nachbesetzt. Ich spreche jetzt mit Andi Popp, der zum politischen Geschäftsführer kandidieren wird. Hallo Andi. Servus Mike. Andi, du bist ein alter Hase, viele kennen dich, aber es gibt natürlich glücklicherweise auch immer neue oder noch nicht so erfahrene Piraten, Piratinnen. Deswegen meine Bitte, stell dich doch vor, was du so gemacht hast, was dein Hintergrund ist. Ja, mein Name ist Andi Popp. Ich bin seit 2007 bei den Piraten. Ich bin quasi, wie viele, die damals eingetreten sind, fühle ich mich vor allem den Kernthemen verbunden. Ich fühle mich so ein bisschen als Netzpolitiker und Bürgerrechtler, Privacy-Aktivist. Ich habe bei den Piraten bisher schon mehrere Ämter gemacht. Ich war eine Amtszeit Landesvorsitzender in Bayern. Ich war auch schon zwei Amtszeiten im Bundesvorstand als stellvertretender Bundesvorsitzender. Derzeit bin ich auch Bundestagskandidat in Bayern. Und ich hoffe, eure Stimmen zu bekommen, weil ich jetzt politischer Geschäftsführer werden will. Gut, mir stellt sich die Frage, du bist ja schon im Vorstand gewesen, in verschiedenen, auch im Bundesvorstand, dann bist du nicht mehr angetreten. Warum hast du Pause gemacht und was ist jetzt für dich anders, dass du erneut kandidierst? Na, ich denke, bei den Piraten ist ein Vorstandsamt kein so ein Karrieresprung, wo man dann quasi irgendwie hin muss. Und wenn man da jetzt quasi weggeht, dann ist man weg vom Fenster, auch wenn die Presse das gerne mal so aufgreift, wie bei vielen von den anderen Parteien auch. Sondern ich denke, man hat für ein Amt eine gewisse Ambition, gewisse Dinge, die man erreichen will. Und wenn man die halt erreicht hat oder der Meinung ist, man kann sie nicht besser machen, dann macht man Platz für jemand anderen. Also meine zwei Amtszeiten, die ich bisher gemacht habe, da hatte ich einige Sachen vor. Anfangs war ich auch noch für die Mitgliederverwaltung verantwortlich. Und später habe ich dann versucht, so ein bisschen Organisation reinzubekommen. Habe dann aber gemerkt, dass wenn ich nochmal kandidiere, dann kann ich mich nur wiederholen. Und es wird nicht besser dadurch und deswegen habe ich diese Pause gemacht. Für das Amt des politischen Geschäftsführers habe ich jetzt einen komplett neuen Ansatz. Und ich versuche halt jetzt, wenn der auf Zustimmung trifft, dann den durchzuziehen. Kannst du den Ansatz beschreiben? Ja, das Amt des politischen Geschäftsführers, wie wir es ja eingeführt haben, ist eigentlich ja von den Grünen Raubmord kopiert, so ein bisschen. Und zwar ist bei den Grünen der politische Geschäftsführer das, was bei vielen anderen Parteien der Generalsekretär ist. So eine Art, sage ich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen Wadenbeißer, aber jemand, der halt der viel oder schnell auf aktuelle politische Themen reagiert und der auch im Prinzip so ein bisschen das Bauernopfer darstellt, wenn er mal sich irgendwie aus dem Fenster lehnt. Deswegen darf das nicht der Vorsitzende sein, weil der Vorsitzende ist ja quasi in der Wahrnehmung immer so das höchste Amt in der Partei und den will man ja nicht irgendwie düpieren. Deswegen darf der Vorsitzende aber den Generalsekretär düpieren. Das gehört ein bisschen zu dem Act. Und ich denke, bei den Piraten kann man sowas auch machen. Und man muss nicht unbedingt jetzt den Vorsitzenden haben als Korrektiv zum politischen Geschäftsführer, sondern es kann zum Beispiel Liquid Feedback sein. Und dann kann man quasi auf diese Weise so ein bisschen, kann der politische Geschäftsführer Themen besetzen und wenn er sich aus dem Fenster lehnt, wird er von der Basis zurückgepfiffen, in Anführungszeichen. Das muss man sich ein bisschen klar machen, das ist Teil des Konzepts und das bedeutet auch, es ist nichts Böses, den politischen Geschäftsführer zurückzupfeifen. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch, weil dann ist es auch klar, dass das keine persönlichen Probleme sind. Ich denke, man muss ein bisschen darauf achten, dass der politische Geschäftsführer auch in der Vergangenheit bei den Piraten immer sehr unterschiedlich gesehen worden ist. Fabio Reinhardt hat dann einen sehr schönen Blogpost geschrieben, in dem er das erläutert hat. Vor allem will der politische Geschäftsführer nach außen und nach innen wirken. Ich denke, wir sind nach dem Parteitag von Neumarkt im Wahlkampf, und zwar alle. Da gibt es eigentlich nicht viel nach innen. Da ist eigentlich nach innen, müssen wir da auf ein Minimum reduzieren. Und müssen alle wirklich dann auf die Straße und hier für uns werben. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass dieser politische Geschäftsführer, den wir jetzt wählen, und sind wir ehrlich, wir wählen ihn quasi jetzt für eine Drittel Amtszeit effektiv nach, bis zur Wahl. Und das wird nichts anderes werden als ein Wahlkampfamt. Und das versuche ich eben zu besetzen. Jetzt hast du mehrfach vom politischen Geschäftsführer gesprochen, auch betont, welches Konzept du überlegt hast. Würdest du, falls du nicht gewählt wirst, auch als Beisitzer zur Verfügung stehen? Ich habe es mir überlegt, aber ich muss gestehen, ich glaube, das ist nicht sinnvoll, weil ich habe mir jetzt ein Konzept überlegt, was man eben für den politischen Geschäftsführer, was für den politischen Geschäftsführer da ist, was auf den dieses Amt zugemunzt ist.
sollte ich nicht gewählt werden, was wer passieren kann und was auch vollkommen okay ist, dann gibt es, glaube ich, genug Kandidaten, die sich entsprechende Konzepte für die Beisitzerposten überlegt haben und denen lasse ich dann den Vortritt. Du hast ja schon viel Erfahrung mit den Ämtern. Wie viel Zeit kalkulierst du ein und wie viel Zeit wirst du zur Verfügung haben für das Amt? Ja, Zeit ist jetzt, wie gesagt, im Wahlkampf eine Frage. Also ich plane eigentlich spätestens, wenn die heiße Phase losgeht, das heißt so 8 Wochen vor der Wahl, ab da sind wir, wie gesagt, alle Wahlkämpfer und ab da wird natürlich auch die Zeit für typische, klassische Vorstandsarbeit hinten anstehen müssen. Ansonsten will ich auch ganz klar dazu sagen, ich habe immer noch einen Tagesjob und kann wahrscheinlich nicht so viel Zeit in das Amt investieren wie Johannes. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein bisschen habe ich da auch Respekt vor, weil wenn jemand wirklich so viel Zeit investieren kann und trotzdem hier so einen schweren Stand hat, glaube ich, muss ich auch klar machen, dass ich sag mal, mit vielleicht 20 Stunden die Woche bis zur Wahl, was ich investieren kann, wahrscheinlich sogar noch schlechter dastehe. Aber das macht eigentlich auch nichts, denn wie der Vorstand ja schon gesagt hat, ist ja eh die Idee, dass man ein bisschen die Kandidaten in den Vordergrund rückt. Nachdem du den Johannes angesprochen hast, was wird dich von ihm unterscheiden? Was wirst du anders machen? Ja, also ich möchte mich jetzt eigentlich gar nicht so stark von Johannes abgrenzen. Er ist sicher umstritten, keine Frage. Ich denke, das bringt das Amt auch irgendwo mit sich. Ich habe gesagt, was ich machen will und ich denke, es ist jedem selbst überlassen zu entscheiden, wie mich das von Johannes abgrenzt oder nicht. Du hast in der Vergangenheit mit Kritik zu tun gehabt. Du kennst das schon. Wie ist deine Strategie, damit umzugehen? Ja, das ist auch ein sehr schwieriger Punkt, denn man braucht schon ein dickes Fell für so ein Amt. Also man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen, man darf nicht alles persönlich nehmen, weil ja sehr viel sich einfach quasi auf dem Amt entlädt und weniger auf der Person. Wenn man aber zu sehr so ein dickes Fell bekommt, dann wird man irgendwann beratungsresistent. Ich habe das bei anderen Parteikollegen schon gesehen. Ich habe das auch bei mir schon erlebt, weswegen die Pause sicher nicht schlecht getan hat. Deswegen hoffe ich, dass ich in der Lage bin, aus der Kritik, die eben auf so ein Vorstandsamt einprasselt, die gute rauszupicken. Ich habe da auch hier Freunde bei den Piraten, von denen ich glaube, dass die da ein bisschen auch eine Filterfunktion spielen können. Ich finde immer noch meinen Kreisverband sehr wichtig, weil in dem bin ich verwurzelt und die können vielleicht auch sagen, du pass auf, das ist jetzt tatsächlich nur irgendwie, da ist jetzt einer halt wütend, aber das ist eine Kritik, die musst du ernst nehmen. Und es ist nicht nur der Kreisverband, ich habe auch in anderen Landesverbänden hier entsprechend Freunde und langjährige Mitstreiter und ich hoffe, dass die so ein bisschen helfen, mich auf dem Teppich zu halten und Kritik ernst zu nehmen. Thema programmatische Entwicklung. In welche Richtung wünschst du dir, dass die Partei sich weiterentwickelt? Ja, also ich denke, die Partei hat sich in der Vergangenheit sehr gut entwickelt. Wir haben jetzt ein sehr umfangreiches Grundsatzprogramm. Ich bin da aber einer Meinung mit Wilm Schumacher, der hat mal geschrieben, das Grundsatzprogramm ist jetzt quasi in Ordnung, das ist fertig, daraus kann man viel ableiten. Und ich würde mir wünschen, dass die Partei sich jetzt ein bisschen mehr auf Wahlprogramme konzentriert. Es gibt so viele Wahlen, die jetzt in der Zukunft auf uns zukommen. Und bei Wahlen, da ist es immer gut, wenn man richtig handfeste Konzepte hat, wie die Grünen jetzt zum Beispiel mit ihrem Steuerkonzept. Es kommt nicht schlecht an. Das muss man denen schon lassen. Und wenn wir solche wirklich detaillierten Konzepte entwickeln können, dann glaube ich, schaffen wir es auch noch besser, bei den Alten mitzuspielen. Es gibt ja zurzeit so ein paar Themen in der Partei, die für Aufregung sorgen, die umstritten sind, manchmal vielleicht auch zu wichtig genommen werden. Wie stehst du denn zu dem Thema Feminismus, Gender, Postgender? Und dazu die Piratinnenkon. Ich lese mal einen Tweet von dir vor. Die Regeln der Piratinnenkon sind leider wieder die üblichen Diskussionsvermeidungsstrategien, in der alle im eigenen Saft kochen. Wie hast du das gemeint? Ja, also ich verstehe mich selbst tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich besser sage, kritischer Feminist oder Feminismuskritiker. Ich kann mich da ziemlich schwer einordnen und möchte mich auch nicht in Schubladen stecken. Aber ich bin auf jeden Fall ein Gleichstellungsaktivist und ich denke, dass bei den Piraten bin ich da gut aufgehoben, weil es geht ja nicht nur um Gleichstellung der Geschlechter, es geht um Gleichstellung nach sexueller Orientierung, nach Herkunft und Ähnlichem. Und ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem damit, dass viel von dieser Debatte auf einem sehr akademischen Niveau geführt wird, zum einen.
Also wenn man von Feminismus spricht, dann denke ich unweigerlich an solche, an entsprechende Studiengänge und entsprechende Arbeiten von Autoren und Autorinnen, die hier das Ganze auf einem sehr abstrakten Level ansetzen. Zum Beispiel ist ja der Foucault da, der Philosoph Foucault ist da sehr beliebt. Und ich glaube, damit kommt man nicht wirklich weit. Denn das führt tatsächlich dazu, dass sehr häufig solche Diskussionen immer in dem, was die Zeitrafferin mal als feministische Schutzräume bezeichnet hat, geführt werden, sprich in so einem abgeschlossenen Raum, wo dann quasi sich alle treffen, die sich eh schon einig sind. Aber es ist schwer, die Problematik wirklich quasi nach außen in die Masse zu tragen. Deswegen, glaube ich, muss man in diesem Thema jetzt zum Beispiel bei Gleichstellung der Geschlechter einen problemorientierten Ansatz verfolgen. Einfach mal ganz klar sagen, was sind Probleme und wie kann man die beseitigen? Und das nicht irgendwie auf diese harte Angriffsschiene fahren, die zum Beispiel auf diese Privilegientheorie hinausläuft, die ich zum Beispiel immer noch sehr kritisch sehe. Sondern ich würde einfach sagen, okay, wir haben ein Problem. Frauen verdienen für gleiche Arbeit immer noch viel zu häufig weniger als Männer. Was kann man dagegen tun? Und wenn man dann die Leute eben zusammenholt, die da das gleiche Ziel haben, auch wenn sie vielleicht etwas unterschiedliche philosophische Ansichten haben, dann glaube ich, kommt man da weiter. Uns in Bayern wird ja nachgesagt, ich glaube zu Unrecht, dass wir ein Problem mit dem BGE haben, dass wir da irgendwie eine andere Einstellung haben als der Rest der Republik. Wie ordnest du das Thema ein? Also das BGE ist natürlich für die Piraten ein sehr wichtiges Thema. Es hat sich seit Chemnitz quasi bei uns etabliert und sehr vielen Leuten ist das sehr wichtig. Mir auch, ehrlich gesagt. Ich war am Anfang auch skeptisch, keine Frage. Aber ich habe mich in der Vergangenheit da sehr stark von überzeugen lassen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das Thema BGE ein bisschen aus diesem Drei-Buchstaben-Kampfbegriff rausholen und wirklich mal die Problematik erläutern. Zum Beispiel wird ja immer gesagt, wer soll denn das BGE finanzieren? Und ich finde, das ist eigentlich ein Strohmann-Argument, denn ich könnte genauso gut fragen, wer soll denn Hartz IV finanzieren? Es ist ja vollkommen egal, welches Instrument man zur sozialen Absicherung nutzt, es kostet immer Geld. Der Unterschied ist, was das BGE eben so viel besser macht als das Arbeitslosengeld II, ist zum einen, dass wir quasi dieses Bittstellertum abschaffen, dass keiner mehr aufs Amt muss und irgendwie durch die 1-Euro-Jobs tingeln muss, um irgendwie sein Auskommen gesichert zu bekommen. Dass wir die Bürokratie abbauen, die kostet nämlich auch Geld und zwar nicht wenig. Und dass wir wahrscheinlich in eine Richtung gehen, in der die Leute freier sind in der Wahl ihrer Arbeit. Und dass zum Beispiel die Verteilung von Arbeit unter diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel arbeiten wollen und mit wenig Einkommen zufrieden sind und denen, die lieber mehr Einkommen haben und dafür auch mehr arbeiten, besser läuft. Und ich denke, was in Bayern in der Debatte immer ist, ist die Frage, wie schafft man dieses Instrument? Und sehr viele Leute außerhalb Bayerns haben eher schon quasi den nächsten Schritt im Kopf, wie kann man möglichst viel Geld umverteilen? Und da muss man aufpassen. Weil ich glaube, da kommt man tatsächlich in diese Finanzierungsfragen und macht sich angreifbar. Und deswegen, glaube ich, sind die Bayern einfach ein bisschen realpolitischer und die vielleicht andere Menschen, die außerhalb von Bayern wohnen, eher ein bisschen idealistischer. Aber ich glaube, man braucht beides und beide Seiten ergänzen sich eher, als dass sie sich bekämpfen. Beim Bundesparteitag werden ja Satzungsänderungsanträge zum Thema SMV zur Wahl stehen. Wie ist deine Einstellung zu dem Thema? Ja, ich habe ja einen eigenen Antrag gestellt. Ich bin ja am Anfang ein starker Kritiker der SMV gewesen, gerade weil ich nicht so richtig wusste, worauf will man damit hinaus? Will man einfach nur verbindliches Liquid Feedback schaffen? Wäre ich nicht wirklich glücklich damit, denn ich sehe Liquid Feedback immer noch als nicht fertig an, als noch verbesserungsbedürftig. Aber Tasun hat mich eigentlich hier mal davon überzeugt, indem er gesagt hat, man braucht irgendwie ein Instrument, damit man quasi auch, wenn man eine Fraktion hat, damit Mitsprache zumindest einigermaßen gesichert bleibt. Also ich glaube immer noch, man kann nicht erwarten, dass die Leute, die zu Hause sitzen und ihren Tagesjob nachgehen, dieselben Ressourcen in Politik investieren können wie eine Fraktion. Aber ich denke, dass so eine SMV dahingehend vielleicht die richtige Richtung sein kann. Ich glaube, wir sollten das Thema offen angehen, so als wirklich Experiment und sagen, wir begeben uns auf Neuland. Wir haben uns mit Liquid Feedback auf Neuland begeben, was nicht immer positiv gewirkt hat, finde ich. Und wir sollten diese Probleme artikulieren und versuchen, sie zu beseitigen. Und uns vor allem aber auch klar werden, was wollen wir? Sind wir vollkommen zufrieden damit, dass zum Beispiel jetzt in Liquid Feedback sich Entscheidungen auf wenige Menschen, auf diese Superdelegierten konzentrieren? Oder wollen wir mehr wieder
Stimmrecht für die Masse haben. Und derzeit ist es so, ich sage, ja, ich mag diese Superdelegierten nicht. Andere sagen, ja, aber die sind doch vollkommen okay, das passiert halt. Und wir haben immer noch keinen Mechanismus gefunden, wie sich die Partei entscheiden kann, was sie jetzt eigentlich will. Und ich denke, wenn wir diesen Schritt zur SMV gehen, dann müssen wir diese Fragen der Partei stellen. Was wollt ihr? Wollt ihr möglichst viel Beteiligung oder seid ihr mit sage ich, sehr umfangreichen Delegationsmustern zufrieden? Wollt ihr lieber laufende Abstimmung oder lieber regelmäßige? War zum Beispiel auch eine Frage in der Umfrage, die letztens von Sven Schumacher die Ergebnisse veröffentlicht worden sind. Mhm. Und wenn man diese Aspekte wirklich mal angeht und diese, ich sag's immer, Qualitätskriterien stellt, dann kann man auch dahin arbeiten, dass wir eine Plattform finden, mit denen alle einigermaßen zufrieden sind. Und wenn die dann genutzt wird, dann ist das ja auch ein Vorteil zum Beispiel für die Fraktion, die dann kommt. Weil die muss ja nicht im luftleeren Raum sich überlegen, was denkt die Partei eigentlich, sondern hat dann tatsächlich ein Instrument, um das abzufragen. Deswegen bin ich, sage ich mal, ein vorsichtiger Befürworter der SMV. Was kennzeichnet deinen Antrag? Denn du hättest ja keinen gestellt, wenn du nicht etwas anders haben wolltest. Also der erste Unterschied ist, dass ich den Begriff Liquid Democracy nicht in die Satzung schreiben will, weil der Begriff ist nicht genug definiert, meiner Meinung nach. Ist jetzt zum Beispiel Pirate Feedback, was ja in Bayern eingesetzt wird mit der Präferenzdelegation, die ja auch mit auf meinem Mist gewachsen ist, ist das jetzt Liquid Democracy oder nicht? Oder muss man Kettendelegation haben, um Liquid Democracy zu haben? Deswegen würde ich das gerne rausnehmen und in der Satzung erstmal nur verankern, dass wir eine solche Plattform wollen und uns die Details dann, die Details kann man eben später ausarbeiten in der Geschäftsordnung. Und der zweite Ansatz ist, dass der Antrag, den ich gestellt habe, sieht vor, dass quasi die SMV nach 2 Jahren ausläuft. Das ist quasi so eine Erkenntnis, die ich aus dem Liquid Feedback Experiment gewonnen habe. Wenn man das Ganze einfach dann im Raum stehen lässt und eben keinen Zeitpunkt für eine Evaluation vorsieht, dann irgendwann entwickeln sich diese Konflikte darum. Und deswegen sage ich, lass es uns 2 Jahre machen, lass es uns rechtzeitig vorher evaluieren, am besten sogar extern evaluieren, anhand dieser Qualitätskriterien, die wir festgelegt haben. Und dann zur Verlängerung müssen dann die Verantwortlichen, die das eben vorantreiben wollen, entsprechende Verbesserungsvorschläge bringen, dass sie auch verlängert werden. Und so bekommt man diesen Prozess rein, sodass ich sage, wenn wir das 2-3 Mal machen, glaube ich, stehen wir zum Schluss mit einer Plattform da, die eine breite Akzeptanz hat, und dann kann man auch den nächsten Schritt in der Satzung machen und das vielleicht fester verankern. Während mir dein zweiter Vorschlag, dass das nach 2 Jahren ausläuft und geprüft wird, sehr gut gefällt, wundere ich mich über den ersten. Ich habe jetzt verstanden, die Geschäftsordnung gibt sich die SMV grundsätzlich selbst. Ist das da nicht sowas wie eine Katze im Sack? Kann man das dann noch beeinflussen oder wird das dann ein Selbstläufer, der dahin geht, wo er hin will? Mein Vorschlag sieht erstmal vor, dass die Geschäftsordnung vom Bundesparteitag beschlossen wird. Das ist eigentlich für die erste Geschäftsordnung bei allen Vorschlägen so. Weil ja irgendwer muss das ja initialisieren und wer soll es machen, wenn nicht der Bundesparteitag. Was ich explizit noch vorgesehen habe, ist, dass bestimmte Teile der Geschäftsordnung, also die SMV kann die Geschäftsordnung danach auch ändern, aber der Bundesparteitag kann bestimmte Teile davon ausnehmen und sich quasi selbst mit satzungsänderter Mehrheit vorbehalten. Was so ein bisschen dieses Konzept, das ich im Kopf habe, dass der Bundesparteitag ein bisschen das Evaluationsorgan der SMV darstellt, damit man dieses Experiment eben auch führen kann und das die Plattform verbessern kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel die SMV bestimmte Dinge beschließt, wo der Bundesparteitag, wo ich glaube tatsächlich, dass diese beiden Organe, auch wenn es formal das gleiche Organ ist, dass diese beiden Organe sehr unterschiedlich besetzt sein werden. Und wenn quasi der Bundesparteitag was beschließt und sagt, wir würden gerne ausprobieren, wie die SMV mit diesem Aspekt läuft, und die SMV sagt, nee, das ist uns irgendwie gerade zu doof, wir wollen es anders machen, dann glaube ich, tut man sich sehr schwer, das zu evaluieren. Und wenn diese beiden Plattformen, diese beiden Organe so nebeneinander stehen, dass quasi jedes Organ sein eigenes Bier macht, dann glaube ich, kommt man irgendwann vielleicht sogar in einen Widerstreit dieser beiden Organe. Und ich möchte, wie gesagt, dass diese SMV langsamer einführen. Und deswegen, glaube ich, muss man dem Bundesparteitag noch ein bisschen die Hand drauf lassen, zumindest bis die SMV als quasi qualitativ hochwertig eingestuft und dann flügge wird. Okay, schauen wir mal in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Was wünschst du dir für die Landtags-Bundestagswahlen? Was sind deine Ziele? Ja, also erstmal wünsche ich mir natürlich mindestens 5%. Das tut wahrscheinlich jeder Pirat, denn es ist ein bisschen so eine,
Ja, der Begriff Schicksalswahl wird immer viel zu häufig, viel zu inflationär benutzt. Aber ich glaube, wir müssen zeigen, dass wir noch nicht ganz weg vom Fenster sind bei diesen Wahlen. Also selbst wenn es dann 4,5 werden, ist auch nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin, dann müssen wir es halt nochmal versuchen. Wenn es aber, sage ich mal, deutlich unter 3 sind, dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen unseren Joker verspielt. Mhm. Unseren Anfangs-Joker und werden so ein bisschen von der Geschichte geschluckt werden. Und das ist eigentlich sehr schade, denn wir sehen, dass bei den Themen, die die Piraten eigentlich so als einzige so richtig besetzen können, immer noch wahnsinnig viel Bedarf an Piraten ist. Ich sage nur Bestandsdatenauskunft oder Netzneutralität. Denn derzeit ist es so, nachdem die Piraten von den etablierten Parteien quasi schon wieder als abgeschrieben betrachtet werden, sind die Netzpolitiker in diesen Parteien vollkommen machtlos wieder geworden. Früher hat man gesagt, oh ja, wir müssen ein bisschen auf die Netzpolitiker hören, sonst kriegen die Piraten Stimmen. Und heute sagen sie, ja, die Piraten sind weg, wir führen jetzt das Leistungsschutzrecht ein, wir führen jetzt die Bestandsdatenauskunft wieder ein. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass die Piraten auf jeden Fall immer noch, wenn sie schon nicht in die Parlamente schaffen, was ich immer noch hoffe, denn in den Parlamenten können wir natürlich viel mehr reißen als draußen, aber selbst wenn wir das nicht schaffen, müssen wir immer noch genug Stimmen bekommen, um dieses Damoklesschwert so ein bisschen über den Etablierten zu sein, weil das hat in der Vergangenheit auch gar nicht so schlecht geklappt. Also deswegen sage ich mal, ich hoffe, dass wir im Wahlkampf noch was reißen können. Derzeit ist es leider so, dass die Aufmerksamkeit, die uns geschenkt wird, sehr gering ist, was die Ausgangssituation echt schwer macht. Aber wenn wir im Wahlkampf genug anziehen und wieder so ähnlich wie in Berlin, sage ich mal, im Wahlkampf wieder ein paar Punkte setzen können, dann glaube ich, geht's weiter mit den Piraten und dann freue ich mich immer noch, ein Teil davon zu sein. Zum Schluss, Andi, folgende Bitte. Fass doch mal in 2, 3 Sätzen zusammen, warum wir dich wählen sollen. Ja, also zum einen, ich glaube, ich habe ein gutes Konzept vorgelegt und ich glaube, dieses Konzept ist es wert, gewählt zu werden, als allererstes. Und zum anderen glaube ich, ich bringe viel Erfahrung mit. Ich glaube, ich kann dieses Amt zumindest so weit ausfüllen, dass ich es nicht komplett in den Sand setze. Wie viel ich tatsächlich erreichen kann, hängt natürlich von sehr vielen externen Faktoren ab, die ich nicht beeinflussen kann, aber ich gebe mein Bestes und hoffe, dass das Ansporn genug ist, mich zu wählen. Andi, ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir einen schönen Abend. Ich danke auch, Servus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de. Der politische Geschäftsführer Themen besetzen und wenn er sich aus dem Fenster lehnt, wird er von der Basis zurückgepfiffen, in Anführungszeichen. Das muss man sich ein bisschen klar machen, das ist Teil des Konzepts und das bedeutet auch, es ist nichts Böses, den politischen Geschäftsführer zurückzupfeifen. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch, weil dann ist es auch klar, dass das keine persönlichen Probleme sind. Ich denke, man muss ein bisschen darauf achten, dass der politische Geschäftsführer auch in der Vergangenheit bei den Piraten immer sehr unterschiedlich gesehen worden ist. Fabio Reinhardt hat da einen sehr schönen Blogpost geschrieben, in dem er das erläutert hat. Vor allem will der politische Geschäftsführer nach außen und nach innen wirken. Ich denke, wir sind nach dem Parteitag von Neumarkt im Wahlkampf, und zwar alle. Da gibt es eigentlich nicht viel nach innen. Da ist eigentlich nach innen, müssen wir da auf ein Minimum reduzieren und müssen alle wirklich dann auf die Straße und hier für uns werben. Und deswegen glaube ich, für ein Amt eine gewisse Ambition, gewisse Dinge, die man erreichen will. Und wenn man die halt erreicht hat oder der Meinung ist, man kann sie nicht besser machen, dann macht man Platz für jemand anderen. Also meine 2 Amtszeiten, die ich bisher gemacht habe, da hatte ich einige Sachen vor. Anfangs war ich ja auch noch für die Mitgliederverwaltung verantwortlich. Und später habe ich dann versucht, so ein bisschen Organisation reinzubekommen. Habe dann aber gemerkt, dass wenn ich nochmal kandidiere, dann kann ich mich nur wiederholen. Und es wird nicht besser dadurch und deswegen habe ich diese Pause gemacht. Für das Amt des politischen Geschäftsführers habe ich jetzt einen komplett neuen Ansatz. Und ich versuche halt jetzt, wenn der auf Zustimmung trifft, dann den durchzuziehen. Kannst du den Ansatz beschreiben? Ja, das Amt des politischen Geschäftsführers, wie wir es hier eingeführt haben, ist eigentlich ja von den Grünen Raubmord kopiert, so ein bisschen. Und zwar ist bei den Grünen der politische Geschäftsführer das, was bei vielen anderen Parteien der Generalsekretär ist.
so eine Art, sage ich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen Wadenbeißer, aber jemand, der halt, der viel oder schnell auf aktuelle politische Themen reagiert und der auch im Prinzip so ein bisschen das Bauernopfer darstellt, wenn er mal sich irgendwie aus dem Fenster lehnt. Deswegen darf das nicht der Vorsitzende sein, weil der Vorsitzende ist ja quasi in der Wahrnehmung immer so das höchste Amt in der Partei und den will man ja nicht irgendwie düpieren. Deswegen darf der Vorsitzende aber den Generalsekretär düpieren. Das gehört ein bisschen zu dem Act. Und ich denke, bei den Piraten kann man sowas auch machen. Und man muss nicht unbedingt jetzt den Vorsitzenden haben als Korrektiv zum politischen Geschäftsführer, sondern es kann zum Beispiel Liquid Feedback sein. Und dann kann man quasi auf diese Weise so ein bisschen... Kandidateninterviews. Herzlich willkommen zum Kandidateninterview Nr. 45. Im Mai ist der BPT, der nächste BPT, und dort werden einige Positionen im Bundesvorstand nachbesetzt. Ich spreche jetzt mit Andi Popp, der zum politischen Geschäftsführer kandidieren wird. Hallo Andi. Servus Mike. Andi, du bist ein alter Hase, viele kennen dich, aber es gibt natürlich glücklicherweise auch immer neue oder noch nicht so erfahrene Piraten, Piratinnen. Deswegen meine Bitte, stell dich doch vor, was du so gemacht hast, was dein Hintergrund ist. Ja, mein Name ist Andi Popp. Ich bin seit 2007 bei den Piraten. Ich bin quasi, wie viele, die damals eingetreten sind, fühle ich mich vor allem den Kernthemen verbunden. Ich fühle mich so ein bisschen als Netzpolitiker und Bürgerrechtler, Privacy-Aktivist. Ich habe bei den Piraten bisher schon mehrere Ämter gemacht. Ich war eine Amtszeit Landesvorsitzender in Bayern. Ich war auch schon zwei Amtszeiten im Bundesvorstand als stellvertretender Bundesvorsitzender. Derzeit bin ich auch Bundestagskandidat in Bayern. Und ich hoffe, eure Stimme zu bekommen, weil ich jetzt politischer Geschäftsführer werden will. Gut, mir stellt sich die Frage, du bist ja schon im Vorstand gewesen, in verschiedenen, auch im Bundesvorstand, dann bist du nicht mehr angetreten. Warum hast du Pause gemacht und was ist jetzt für dich anders, dass du erneut kandidierst? Na, ich denke, bei den Piraten ist ein Vorstandsamt kein so ein Karrieresprung, wo man dann quasi irgendwie hin muss und wenn man da jetzt quasi weggeht, dann ist man weg vom Fenster, auch wenn die Presse das gerne mal so aufgreift, wie bei vielen von den anderen Parteien auch, sondern ich denke, man hat für